Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Es ist mal wieder soweit. Ja, und zwar mit einem YouTube-Video bin ich zurück, was in der Rubrik Pregnancy online gehen wird. Denn vielleicht haben es einige von euch mitbekommen. Wir sind tatsächlich wieder schwanger. Wir bekommen ein, ja, wie man das so schön sagt, Regenbogen-Baby. Und ich bin wirklich ganz, ganz doll happy. Ja, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht so richtig fassen, dass es jetzt tatsächlich wieder so weit ist. Aber ich möchte heute mit euch mal so ein bisschen darüber sprechen. Erstmal natürlich, wie ich das erfahren habe. Natürlich auch so ein bisschen über dieses Thema sprechen. Wie ist eine Schwangerschaft, nachdem man ein Baby verloren hat? Denn ich glaube, das unterschätzen ganz viele, wie sich das anfühlt und wie man dann damit natürlich auch in irgendeiner Form umgeht. Ich kann euch schon mal vorweg sagen, es war wirklich nicht einfach. Also die letzten Wochen waren echt tough. Richtig tough. Ich bin so nervös. Heute ist meine, ich glaube, dritte Untersuchung jetzt. Ich habe euch bisher nicht wirklich mitgenommen. Ich war irgendwie noch so in meinem Film die ganze Zeit. Ja, ich kann das irgendwie immer noch nicht richtig glauben, dass wir jetzt wieder schwanger sind und... Ich wünsche mir einfach, dass diesmal alles gut läuft. Ich will halt einfach nie wieder auf diesem Stuhl liegen und hören, dass das Kind nicht geschafft hat oder dass man keinen Herzschlag hört. Und wenn ich so überlege, dass das jetzt wahrscheinlich jedes Mal so sein wird, wenn ich zum Arzt fahre und wenn alles gut geht, vielleicht über die nächsten 9 Monate, dann muss da echt lernen, ein bisschen positiver zu denken, aber es ist so schwer. So. Jetzt reiße ich mich zusammen und werde da mal hinfahren. Are you taking any So unfassbar nervös, also richtig, 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 richtig nervös. Gleich steht wieder ein Arzttermin an. Wir machen es tatsächlich aktuell alle 2 Wochen. Weil ich brauche diese Sicherheit für mich, dass alles okay ist. Ich werde sonst innerlich so unruhig und so irre. Oh Gott, ey. Ich bin gerade so erleichtert. Ah, unser kleines Mäuschen ist mittlerweile fast 3,5 cm, also 3,56 cm. Und hat sich schon die ganze Zeit so richtig bewegt und Sit-Ups gemacht. Oh, ich wünsche mir einfach so sehr, dass das diesmal alles gut läuft. Ich möchte gerne das kleine Mäuschen diesmal groß werden sehen in meinem Bäuchlein und auf meinen Arm halten. Oh, es ist einfach so krass. Was das einfach in einem ausgelöst hat, das letzte Mal. Ich dachte eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, ich bin damit gut klargekommen. Das ist ein falscher Ausdruck, aber gerade wenn ich dann so beim Arzt bin, dann, oder wenn der Termin bevorsteht, dann merke ich, was für eine innere Unruhe ich habe und wie krass ich einfach durch diese Erfahrung also was da eigentlich in mir drinne steckt, immer noch alles so an Gefühlen und Emotionen. Heute wollte ich ein Video aufnehmen, also nicht bevor ich zum Arzt gehe, sondern danach, weil ich war wieder so nervös und
Ich wollte einfach mal Good Vibes hier aufnehmen. Oh, Habibi. Oh, ich bin so happy, dass alles gut ist. Gott, dieses Gefühl jedes Mal. Also es hört jetzt echt nicht auf, ne? Dieses ständige irgendwie Angst haben, das lässt nicht nach. Wir waren jetzt heute bei dem Doktor, also bei der Doktorin, die ich mit der ich Leo auf die Welt gebracht habe und bei der ich auch die ganze Zeit war mit unserem anderen Baby. Und ich wollte da die ganze Zeit nicht hin, weil ich einfach dieses Gefühl von dem letzten Mal dort nicht irgendwie, also ich wollte das nicht wieder aufleben lassen, weil ja, es ist halt eine andere Umgebung dann und also die gleiche Umgebung. Und dann ja, habe ich einfach gedacht, ich will da irgendwie nicht hin, aber jetzt habe ich gedacht, komm, jetzt sind die 12 Wochen um, jetzt gehst du da wieder hin. Ja, es ist einfach ein ganz, ganz angenehmes Gefühl bei ihr und ja, alles ist gut. Wir haben ein Baby gesehen, bewegt sich. Also wir sind ungefähr in der Woche, wo das letzte Mal das Baby verstorben ist und ich... Mein Herz ist, ich hab das Gefühl, ich bekomme gleich einen Herzinfarkt. Und dann ist Mo auch noch voll zu spät. Der hatte aber gerade ein Meeting und konnte nicht schneller kommen. Also drücken wir jetzt mal die Daumen. But the distance for you, your wife makes it real. Yeah. Can you trust them? I mean, people, some people. Ich glaube, man kann das sehen. Es war wie ein Riesenstein, als ich das den Herzschlag gehört habe. Es war alles gut. Aber Leute, ich sage euch, das ist eine Reise, die wir hier gerade machen. Oh mein Gott, ich bin so angespannt. Und ja, Mo hat es auch alles rechtzeitig geschafft. Hallo, mein Baby. Oh, ey, I'm so relieved now. What about you, mein Baby? Happy wife, happy life. No. Aber ich möchte jetzt erstmal nochmal erzählen, wie ich das überhaupt rausgefunden habe. Also, oder nee, wir fangen mal an, ob es jetzt gewollt war oder ob es... Also natürlich, also erstmal vorweg, es war gewollt. Also... Wir haben, nachdem wir das Baby verloren haben, erstmal, oder ich habe gesagt, ich brauche erstmal so ein bisschen Zeit für mich. Ich muss das erstmal alles verdauen, ich muss erstmal irgendwie klarkommen. Mein Körper muss erstmal ein bisschen runterfahren wieder. Ich habe das Baby auf natürlichem Wege geboren. Wir waren ja damals schon relativ weit, wir waren in der 18. Schwangerschaftswoche. Und dementsprechend ja, wollte ich halt einfach auch, dass der Körper sich auch erstmal von einer, in Anführungsstrichen, Geburt erholt. Natürlich ist es keine so eine krasse Geburt, wie wenn du jetzt ein Kind gebärst, was schon ja, ausgereift ist, 40 Wochen. Aber 18 Wochen ist halt auch am Ende des Tages ein kleines Baby und man bringt das halt ganz natürlich dann auch auf dem Weg auch zur Welt. Und dementsprechend habe ich gesagt, ich will erstmal ein bisschen Pause haben. Und dann, ja, haben Mo und ich dann natürlich dann auch irgendwie öfter darüber gesprochen. Gesagt, also ganz ehrlich, wenn es passiert, dann passiert es. Wir probieren es jetzt einfach. Und ja, tatsächlich hat es sofort geklappt. Wir, ja, also ich persönlich habe es gespürt irgendwie. Also ich habe zu Mo an dem einen Tag gesagt, irgendwas, also ich hatte irgendwie so einen Schmerz, so einen leichten Schmerz im Unterleib und habe so ein Ziehen gespürt und dann meinte ich schon so zu Mo, ich so, ey, ich glaube, ich bin schwanger. Habe ich einen Arzttermin gemacht. Ich habe gar nicht erst einen Test gemacht, weil ich hatte irgendwie dann auch gedacht, naja, wenn es jetzt vielleicht sogar irgendwie so ein bisschen zieht, vielleicht ist auch irgendwas nicht in Ordnung, lass mich das direkt beim Arzt abchecken. Dann bin ich zum Arzt gegangen und da habe ich auch euch an dem Tag habe ich auch noch gefilmt und habe gesagt, ich habe eine ganz normale
Routineuntersuchung und ich war dann ja auch beim Arzt und dann habe ich da gelegen beim, also dann hat sie einen Ultraschall gemacht und dann meinte sie halt so zu mir, und ich habe das schon geahnt, ich so, sie so, ja, da ist irgendwas, und ich so, bin ich schwanger? Und dann meint sie so, das ist so klein, das kann ich gar nicht hundertprozentig sagen, ich muss es, wir müssen einen Test machen, einen Bluttest. Und dann meinte ich, wie lange dauert das denn? Und dann meinte sie so, ja, so zwischen 6 bis 8 Stunden. Und dann, ja, dann hat sie mich angerufen nach ein paar Stunden und hat zu mir gesagt, Frau Erdmann, congratulations, you're pregnant. Und ich so, OMG. Ja, also es war auf jeden Fall total krass. Ich habe mich total gefreut. Und ja, im gleichen Moment muss ich natürlich jetzt auch sagen, habe mich das total ja, wieder gepackt, diese Angst. Diese Angst, dass irgendwas schief geht. Und ich kann euch sagen, ab diesem Tag, wo wir wussten, dass wir schwanger sind, habe ich auch gesagt, ich möchte keinen einzigen Ultraschall alleine machen. Ich möchte, also das hatten wir eigentlich auch in den vorherigen Schwangerschaften nicht, dass ich alleine zum Ultraschall gegangen bin. Eigentlich ist Mo immer mitgekommen. Aber ich habe halt gesagt, ich gehe nicht ohne ihn zum Ultraschall, weil ich es einfach nervlich irgendwie gar nicht, ich hätte das gar nicht irgendwie gepackt. Ich war wirklich bei jedem Ultraschall ein absolutes Nervenbündel. Also ich habe geweint, ich habe Angst gehabt, ich habe zu Hause gelegen und immer wieder gehofft, dass einfach alles gut geht. Und jedes Mal, wenn wir bei dem Ultraschall waren und alles in Ordnung war, ist von mir eine unfassbare Last abgefallen. Dieses Gefühl, was man hat, wenn man auf diesem Ultraschallstuhl liegt und dann an diese Situation zurückdenkt, die man gehabt hat, man verbindet sie einfach immer wieder so sehr. Und ihr kennt mich, ich bin jemand, der total positiv denkt, ne? Also ich bin wirklich jemand, der immer irgendwie sagt, ey, komm, denk positiv, sei positiv. Es ist super wichtig, dass man auch so, ne, dass man dem Körper positive Energien gibt und dass man halt auch selber irgendwie sagt, so, alles wird gut, weil dann zieht man das irgendwo auch an. Aber ich habe es wirklich versucht, aber es war fast gar nicht möglich. Es war nicht möglich, weil dass dieser Ultraschallmoment, dieser Moment, wo du auf diesem Stuhl sitzt oder liegst und auf diesen Bildschirm guckst, der triggert es einfach immer wieder, wie ich da vor ein paar Monaten gelegen habe, einfach dieses Baby sehen wollte und die Ärztin mir sagt, ich finde keinen Herzschlag, das Baby hat nicht überlebt. Das ist einfach so tief in mir drin gewesen. Und ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich bin mit der gesamten Fehlgeburt eigentlich ganz gut umgegangen. Ich glaube, ich habe das eigentlich ganz gut weggesteckt und ich glaube, ich habe das eigentlich auch ganz gut ja, verkraftet. Aber die neue Schwangerschaft hat es einfach richtig krass nochmal hochkommen lassen. Und es hat mir wirklich gezeigt, dass das irgendwo noch richtig tief in mir drinne gesessen hat. Ne? Also ich konnte das einfach nicht abschalten. Ich konnte diesen Gedanken einfach nicht abschalten. Eigentlich richtig besser wurde es erst, als ich das Baby gespürt habe. Die ersten Tritte, die ersten Movements im Bauch, die haben mir ein wirklich gutes Gefühl gegeben. Und unser Baby ist tatsächlich ein sehr, 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 sehr aktives Baby. Also auch jetzt, wo ich die ganze Zeit quatsche, ist das Baby die ganze Zeit immer wieder am Kicken und ich spüre es die ganze Zeit. Und ich bin darüber so dankbar, weil einem das ein so sicheres Gefühl, dass alles in Ordnung ist. Wir haben jetzt immer noch nicht den Organscan gehabt.
Und dementsprechend, wissen wir natürlich jetzt auch noch nicht, ob wirklich alles in Ordnung ist. Aber ich gehe jetzt einfach davon aus, ich bin jetzt positiver Dinge, dass das alles irgendwie gut geht. Es wird nach diesem Video ein Video geben über die Zeit, die wir jetzt gerade in Quarantäne zu Hause verbracht haben, weil wir hatten ja vor ein paar Tagen Corona. Und auch das, muss ich ganz ehrlich sagen, war ein absoluter Trigger. Wieso, weshalb, warum, das werde ich euch in dem Video dann erzählen. Ich hatte wirklich richtig, richtig, richtig Angst um das Baby. Im nächsten Video werde ich euch darüber erzählen, wie es ist, schwanger zu sein mit Corona, was ich das letzte Mal in meiner Schwangerschaft erlebt habe, wie ich mit der Situation Corona und Schwangerschaft umgegangen bin. Das gibt es dann alles im nächsten Video. Allgemein diese Schwangerschaft. Echt bisher eine sehr krasse Achterbahnfahrt. Aber jetzt zum aktuellen Zeitpunkt bin ich sehr, 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 sehr glücklich. Und ich möchte gerne allen Frauen da draußen auch nochmal so ein bisschen Mut zusprechen. Ich glaube, eine Fehlgeburt zu haben, ist wirklich eines der schlimmsten Sachen, die einem passieren können. Ich habe das in einem anderen Video schon mal erzählt. Es ist völlig egal, in welcher Schwangerschaftswoche man ist. Es ist immer schlimm, ein Kind zu verlieren. Egal, ob in der 6., in der 4., in der 5., in der 10., in der 20., 25. Klar, es ist natürlich schlimmer, je weiter man ist, weil man einfach eine Verbindung, also man hat eine Verbindung zu dem Kind. Aber ich finde es immer ganz schrecklich, wenn Leute sagen, naja, du warst doch erst in der 4. Woche. Was ist denn daran so schlimm? Es ist mega schlimm. Es ist einfach mega, mega schlimm. Und ich möchte einfach allen, die da draußen vielleicht das Gefühl haben, wenn sie ein Kind verloren haben, dass es vielleicht nicht nochmal klappt oder dass es dann vielleicht nochmal passiert. Ich möchte euch irgendwie versuchen, die Angst zu nehmen und euch zu zeigen, zumindest jetzt in meinem Beispiel, und ich klopfe auf Holz, dass alles wirklich diesmal gut geht. Ich möchte euch einfach zeigen, guckt mal, es kann passieren, aber es kann danach auch alles wieder gut gehen. Habt Vertrauen in euch, in euren Körper, in euer kleines Würmchen im Bäuchlein. Macht euch positive Gedanken. Es ist super, super tough am Anfang. Ne? Also man, wie ich das halt eben gerade auch schon beschrieben habe, es ist nicht leicht. Lasst es auch zu, ne, zu trauern. Also ich habe bei jedem Ultraschall geweint. Jeder Ultraschall war für mich eine absolute Tortur. Und jedes Mal wirklich der Ultraschall auf meinem Bauch, Herzschlag und dann, also wirklich, mir sind alle Dämme gebrochen. Ich war wirklich jedes Mal, wenn ich diesen Herzschlag gehört habe, so erleichtert, weil ich einfach so Angst hatte. Und ja, ich hoffe einfach, dass, wenn es da Frauen da draußen gibt, die mir jetzt gerade zuhören, die Ähnliches erlebt haben wie ich und wieder schwanger werden möchten und sowas, glaubt an das Gute. Es kann natürlich wieder passieren. Man kann es nicht ausschließen. Aber man sollte darüber überhaupt keine Sekunde nachdenken und man sollte Vertrauen haben. Habt Vertrauen in euch. Und ja, wie ihr jetzt bei mir seht, es kann alles gut gehen und aktuell ist alles perfekt. Mein Baby wächst, ich habe auch schon einen richtig großen Bauch mittlerweile. Warte mal, ich kann das gar nicht so richtig zeigen jetzt von hier. Warte, there you go, kann man das sehen? Ja, also es ist auf jeden Fall, hier. Also mein Bauch ist tatsächlich schon eine richtig schöne, dicke Kugel. Ja, und es kann alles wirklich auch dann gut gehen. Und das möchte ich halt heute auch in diesem Video gerne einfach nochmal vermitteln. Ich werde euch natürlich hier weiter auf dem Laufenden halten. Und ich wollte jetzt erstmal nochmal über dieses Thema und wie ich damit jetzt in den letzten Wochen umgegangen bin, sprechen. Wie gesagt, das nächste Thema wird dann Corona während der Schwangerschaft sein. Und dann
Dann kommt auch schon ein ganz wundervolles Video, was auf euch wartet, was gerade in der Produktion ist. OMG! Denn wir wissen schon, was es wird. Wir hatten eine Gender Reveal Party. Habt ihr vielleicht auch mitbekommen auf meinem Instagram-Kanal. Wir wissen, was es wird. Und das werde ich euch dann hier ganz bald verraten. Also, abonniert meinen Kanal. Macht unbedingt die Glocke an, dass ihr nichts verpasst. Lasst mir gerne auch ein Like da, kommentiert auch gerne. Dann werdet ihr ja ganz bald mehr über unsere Schwangerschaft erfahren. Es wird auch zwischendurch jetzt mal wieder Hausupdates geben. Und ja, jetzt hoffen wir wirklich, dass vor allen Dingen auch das Haus rechtzeitig fertig wird, bevor unser kleines Würmchen geboren wird, weil ja, wir müssen unbedingt umziehen, bevor es dann zur Welt kommt. Ja. Also ihr Lieben, ich wünsche euch, wenn ihr gerade schwanger seid, eine wundervolle Schwangerschaft. Solltet ihr gerne schwanger werden wollen, dann drücke ich euch natürlich auch ganz, ganz fest die Daumen. Und für alle, die überhaupt nicht schwanger sind oder sonstiges, sende ich einfach nur ganz liebe Grüße raus. Danke, dass ihr mir hier so fleißig immer zuschaut. Ich würde sagen, ganz, ganz bald wieder.